Willkommen zurück zu Friday Night Funkin. Das Update ist nun endlich draußen. Naja gut, es war eigentlich schon vor 2 Tagen ungefähr draußen, aber die Newgrounds-Server sind gecrashed, es ging gar nichts mehr und ja, jetzt geht's endlich wieder. Ich hoffe, es funktioniert jetzt alles, weil ich hab's gerade ein bisschen getestet, es hat richtig rumgelaggt, aber dann hab ich ein bisschen refreshed, das geht's wieder. Ja, refreshed, ich spiele nämlich gerade auf dem Browser, denn es geht gerade nur übers Browser, man kann es nicht downloaden. Und deshalb werdet ihr jetzt auch sehen, dass meine ganzen Scores jetzt erstmal weg sind. Ja, die haben hier ein bisschen was geupdatet. Die Musik spielt hier nicht mehr. Es läuft hier ein bisschen Farbe rüber. Und es gibt einen Options-Menü, der ein bisschen langweilig ist, wie ich finde. Preferences gibt es hier, aber da kann man nicht wirklich allzu viel ändern. Weiß nicht, was Nordine zum Beispiel ist, habe ich keine Ahnung. Ja, kann man hier ein bisschen was ändern. Controls kann man halt einstellen, wenn man WASD oder Falltasten nicht mag. Und ja. Wir haben übrigens auch die ganzen Lieder hier überall überarbeitet. Also manche Lieder werdet ihr vielleicht merken, vor allem auf Hard merken, dass die ein bisschen anders sind. Und ihr seht auch schon, bei Week 2 gibt es jetzt das dritte Lied endlich. Und das Highlight dieses Videos, Tankman. So, und dazu, bevor ich jetzt anfange, es gibt einmal Cutscenes zu Tankman und 3 neue Lieder, die ich mir alle 3 die ganze Zeit nicht angehört habe. Ich habe so gut es geht versucht, es zu ignorieren. Leider gibt es YouTube-Funknets, wo ich schon ein bisschen was von den Cutscenes gesehen habe. Und leider wird manche Lieder davon im Background von manchen Videos gepackt. Das ist halt ein bisschen blöd, aber ja. Außer das weiß ich nichts. Und deshalb spiele ich es jetzt blind. Erstmal normal, weil ich möchte erstmal die Lieder erstmal ganz normal anhören und dann spielen wir auf Hard durch. Let's go! Blind! Oh ja, es gibt einen Loading Screen, das habe ich vergessen zu sagen. Das ist ganz okay, finde ich. Weißt du nicht, warum es auf einmal einen Loading Screen braucht? Weiß nicht, was auf einmal das Spiel so lange laden muss. Auch falls es manchmal laggen sollte, tut es mir leid, ich kann es nicht ändern. Die Server sind immer noch klein billig überlastet, vermute ich mal. Got here. We should just kill you, but what the hell? It's been a boring day. Let's see what you got. 3, 2, 1. Okay. Wie die Girlfriend da oben einfach so in Hilfe rumtanzt. Und da sind jetzt auch so Fireworks dran. Das ist cool, I guess. Aber wie kommen wir zu dieser Situation hier? Wie gesagt, ich kenne diese Lieder noch gar nicht. Wow! Ich höre die gerade zum ersten Mal. Na gut, bis auf Uff, das habe ich halt manchmal in Backgrounds schon ein bisschen gehört. Und den größten Teil kenne ich nicht. Eine interessante Stimme auf jeden Fall. Der noch immer eine Animation, wenn er irre macht. Also ich finde es jetzt nicht schlecht bisher, aber ich weiß nicht. Ich kann nicht verstehen, warum das so krass aufgehypt wurde, dieses Lied. Ich meine, ich finde es okay, aber es ist jetzt auch kein Banger. Also kein heftiger Banger. Das ist schon okay. Das ist ganz nett. Ach, das muss auch mitten in den Runden laden? Wow, okay, das finde ich echt lame. Pretty tight bars for a little dude who's simping over an ugly, boring little teenager that wears her mom's clothes. Wie sie weint. Oha. Das hat richtig heftig gelaggt, aber man hat trotzdem alles gehört, von daher. Wie kann er nur meine Girlfriend so beleidigen? Das nächste Lied heißt Guns. Jetzt schießen wir uns dann zwei gegenseitig ab. Nein, keine Ahnung. Aber ich wusste schon von Anfang an, dass die Lieder hier schwer sein sollen. Ich mag den Beat, der ist richtig cool. Okay, das Lied gefällt mir mehr als
Trotzdem hoffe ich, dass er irgendwann nochmal Irr sagt. Auf Normal ist das schon ziemlich schwer. Und die Girlfriend, die tanzt einfach trotzdem mit. Sie ignoriert einfach die Beleidigung. Gitarren-Solo hier. Gefühlt. Oh Gott. Ich muss dazu sagen, ich habe privat sehr viel gespielt und auch sehr viele schwere Mods gespielt. Also, ja. Bin auf jeden Fall abgehärtet von sowas. Ich kann mir aber gut vorstellen, wie hier Leute Probleme haben. Und das ist normal. Zumindest lag es jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich schon gesagt habe, aber ich musste vorhin das Spiel mehrmals neu refreshen, weil es so hart gelaggt hat. Ja, die Cutscene ist jetzt auch ein bisschen gelaggt. Vielleicht übersetze ich die mit irgendeiner anderen, keine Ahnung. So. Ja, zweite Lied hat mir mehr gefallen. Obwohl da kein Ur war. Das war ein bisschen schade. So. Was kommt jetzt? Das nächste Lied heißt Stress. Aber warum haben wir Stress? God effing damn it. Well played, you little shit. But this is war. And in war, people die. Man, get rid of fire. Sorry, no prom for you this year. look who it is, your sexually ambiguous, angry little friend. Don't you have a school to shoot up? There's one way to settle this. Let's rock, you little cunt. You little cunt. Wow, okay, das ist richtig cool. Oh, der Background. Piku schießt alle ab. Wow, was passiert hier? Ich finde das gerade mega geil, dass wir die Girlfriend in der Hand haben. Also ja, das wusste ich halt alles schon wegen Thumbnail-Spoilern. Aber wow, ich finde es trotzdem gerade viel richtig cool, weil ich die Animation gerade gar nicht kenne. Das ist richtig cool. Richtig cool. Ich feiere gerade einfach nur das, was ich gerade sehe. Statt das Lied, was ich eigentlich feiern sollte. Du bist ja schon das beste Lied. Warum kann die Girlfriend nicht öfter mal mitsingen? Ja, gut, die singt nicht mit, aber man spielt ja irgendwie als beide gerade gefühlt. Verfeindet mit ihm oder? Ich verstehe gerade die Story nicht hinter Tankman. Also ich kenne die ganzen Animationen, aber ich verstehe gerade nicht, was hier abgeht. Nice. Okay, jetzt spielt auf einmal der Kickstarter-Trailer. Ja, den skippe ich mal. Den könnt ihr euch in der Beschreibung mal anschauen. Ich packe mal in der Beschreibung den Kickstarter rein. Denn das hier ist tatsächlich das Ende von Friday the Funky, könnte man fast schon sagen. Das ist nämlich so gesehen nur noch eine Demo.
Das hier ist so gesehen die Demo des Spiels. Und unten in der Beschreibung seht ihr die Kickstarter. Da könnt ihr dann donaten und kriegt dann das ganze Spiel, wenn es rauskommt. Das habe ich nämlich auch gemacht. Und es wird da richtig, richtig viel geiler Scheiß kommen. Es wird so viele Weeks geben, über 30 Weeks, soweit ich weiß. Es wird schon Anfang nächstes Jahr, glaube ich, rauskommen. Also, es ist einfach heftig. Und ich bin einfach ziemlich gehypt drauf. So, wir spielen jetzt nochmal Week 7 auf Hard. Und dann spielen wir nochmal als Bonus Monster. Weil das ist ja auch ein neues Lied, so gesehen. Es gab schon früher das Lied, aber noch nicht im Hauptgame. Well, 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 what do we got here? 2, 1, 2. Jetzt wird's schwer. Aber ja, der dance richtig krass mit, er fühlt einfach den Flow. Oh Gott, wie soll ich das denn machen? Okay, das ist schwer. Ich meine, wer jetzt erwartet, das ist doch schwer. Oh, jetzt sag ich das mal wieder. Gott, und deshalb spiele ich lieber gedownload statt auf einer Website, weil es dann immer so lange laden muss und laggt. Das ist gar nicht mehr so einfach, das ist das erste Lied. Also ich bin Schlimmeres gewohnt von anderen Mods, aber das hier ist echt schwer. Schade, dass der Boyfriend kein macht, so ganz hochgepitcht ist. Schade. Missed Opportunity. Ich glaube, ganz ist mein Lieblingslied von den dreien bisher. Also ich muss sie noch ein bisschen öfter spielen, aber bisher ist, glaube ich, ganz mein Lieblingslied von den dreien. Okay, das geht noch klar. Okay, jetzt geht er ab. Ballistic be like. Oh Gott. Ah, zu viel. Vor allem ist es auch sehr schnell. Okay, oh Gott. Und es ist ja auch geplant, einen noch schwierigeren Modus zu machen in diesem Spiel. Und, oh Gott, das hier eben noch schwerer, okay. Kann man sich schon mal drauf freuen, denke ich. Aber gut, was erwarten wir? Wir kämpfen wirklich im Krieg. Wir sind hier irgendwo in einem Krieg oder so. Boah, lag. Danke, lag. Oh Gott. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie feiere ich die Melodien hier mehr als die Stimme. Was ja auch eigentlich nichts Schlimmes ist, aber ist halt was, das ich hier nicht so oft habe in Friday Funkin'. Ich weiß nicht, seine Stimme ist irgendwie in allen drei Liedern ziemlich gleich mit dem, was er halt singt, mit den Noten her. Ich weiß nicht. Vielleicht bin das auch nur ich. Vielleicht muss ich mir erstmal auch noch an die Lieder gewöhnen. Okay. Insert Penis Joke hier. Ich bin gerade ziemlich froh, dass ich viele schwere Mods gespielt habe, damit ich das hier gut kann. Oh
Also von der Presentation her finde ich auf jeden Fall das letzte Lied am besten. Wir haben einfach die freaking Girlfriend in der Hand. Wie cool ist das denn? Und Pico schießt einfach im Hintergrund die ganzen Assis da weg. Ich meine, sie wollten uns umbringen. Wow. Ja, danke, dass ich pretty good bin. Du aber auch. Aber ich bin halt einfach besser als du. Boah, Alter. Gott. Das hier auf Perfect. Ja, viel Spaß. Selbst das Normal ist schon auf Perfect schwer. Oh Gott, ja, wow, danke für den Lag. Oh, es geht weiter. Okay, ich glaube, ich sterbe, oder? Nein, ich habe noch viel, viel Leben. Ich weiß gerade wirklich nie, was ich drücke. Oh, oh, oh. Ach, Gott. Alles laggt. Unfair. Aber wir haben es. Und dann spielt einfach der Kickstarter-Trailer. Ja, den könnt ihr euch in der Beschreibung anschauen. Das war auf jeden Fall Tankman. Meine Meinung, ich finde ihn ganz okay. Ich habe ein bisschen... Oh, da unten wird das Kickstarter angezeigt, statt Donating, okay. Ja, warum nicht? Alter, wie ist das Spiel von mir lag? Ich finde ihn ganz okay. Ich habe ein bisschen mehr erwartet dafür, dass wir 2 Monate warten mussten, aber... Ganz ehrlich, ich finde es nicht schlimm so. Es ist nur nicht so meine Art von Musik, ich muss ehrlich sagen, hier zum Beispiel Fawns gehört zu meinen Lieblingsliedern. Und dann, wenn ich hier das hier spiele, ist halt, ich weiß, was ich laber, ist auf jeden Fall ganz okay. So, aber jetzt wollen wir doch mal sehen, wie Monster so ist. Wie gesagt, die haben manche Lieder hier, ein bisschen verbessert, könnte man sagen, ein bisschen überarbeitet. Das ist, glaube ich, das bessere Wort, die Lieder ein bisschen überarbeitet, also von den Noten her. Ich werde trotzdem die ersten beiden Lieder skippen. Wir wollen nur Monster sehen. Ja, by the way, diese Feuerwerke an den Fallen, die sind überall. Auch im Week 6, wo es so pingselig ist. Ich finde, das passt überhaupt nicht. Also, ich finde jetzt nicht so schlimm, aber ich finde, das muss nicht sein. Das sollte so Week 7 only ein. Finde ich. Ich weiß, ich bin jetzt kein großer Fan davon, vor allem nicht, wenn dann so alles pixelig ist, das passt dann überhaupt nicht so im Style. Was ist eure Meinung? Schreibt es mal unten rein. So. Ersten beiden Lieder nochmal auf hart durchgespielt. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich gut geworden. Und ja, die Lieder sind anders, habe ich gemerkt. Merkt man so ein bisschen vielleicht, dass es ein Unterschied ist. Also ich werde es wahrscheinlich rausschneiden, aber wenn man selber spielt, meine ich. Wenn man es vorher gespielt hat und jetzt halt spielt. So, und jetzt wollen wir Monster spielen. Ich spiel's blind. Ich kenne das Lied von Monster noch nicht. Und ich meine nicht das Monster, sondern das aus Friday Night Funkin', das neue. Ach, egal, wie auch immer. Komm. Wenn's fertig geladen ist, werden wir es sehen. Doch leider müssen wir erstmal diesen Ladebildschirm betrachten. Oh. Three, da ist er. Two, one, go. Und es laggt. Wahrscheinlich wird das auch so einfach sein wie Winter Horrorland. Ich mag das Lied bisher. Oh, doppelt und oben. Oh, wow. Oh. Okay, es sind viele doppelt und oben. Das Lied. La 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 la.
Oh Gott, der Lag. Bitte stopp. Kommt das Lag, es tut mir leid. Aber ich kann es halt nicht ändern. Also bisher mag ich das Lied tatsächlich mehr als Winter Horrorland. Ist aber genauso einfach. Ich habe immer noch die Theorie, dass das Monster hier, nein, es ist nicht Lemon Demon, dass das Monster hier vielleicht der richtige Antagonist des Spiels ist. Weil der taucht irgendwie so alle paar Weeks mal auf. Okay, jetzt ändern wir den Beat. Bitte auf zu laggen, deshalb spiele ich das lieber nicht auf Newgrounds, sondern auf Itch.io oder Download es lieber. Badabam, badam, badabam, badam. Lala, lala. Ja, das sieht voll schön. Ziemlich einfach, finde ich. Vor allem, wenn man das erste und das zweite Lied geschafft hat, dann ist Monster eigentlich ziemlich einfach. Das ist genauso wie in Week 5. Wenn man die ersten beiden kann, kannst du eigentlich auch das letzte. Ja, finde ich sehr schön. Jetzt haben alle Lieder drei Lieder. Alle Weeks drei Lieder, so rum. Ja, und das war's fürs erste mit Friday Night Funkin'. Ich weiß nicht, ob das Display noch weitergeht. Das ist auf jeden Fall so gesehen das Display der Demo. Wenn das Spiel komplett draußen ist, werde ich es nochmal von Anfang an let's playen. Ich halte euch auf jeden Fall an den Laufenden, falls irgendein neues Update hier zu diesem Spiel kommen soll. Ansonsten, wenn wieder Friday Night Funkin' kommt, dann werden auf jeden Fall demnächst ein paar Mod-Videos kommen. Ich habe schon ein paar in Planung. Also seid auf jeden Fall gespannt. Und ja, es kommt auf jeden Fall wieder Friday Night Funkin' Content. Sobald ich ein bisschen Mods gespielt habe, genug für ein Video. Und ja, supportet auf jeden Fall den Kickstarter. Ich werde es auch tun oder habe es auch schon getan, je nachdem, wann das Video online kommt. Und ja, haut rein!